Hallo und herzlich willkommen zu Jasmine Abendländer TV, euer Kanal für die Wahrheitsfindung. Und heute das Thema zwei Zukunftsszenarien. Nun, vorab möchte ich gerne sagen, dass diese ganzen vielen Jahre Recherche, Arbeit und Erkenntnisse eben halt dazu geführt haben, ja, um nicht zu sagen, dass man ja bei einigen Sachen sowieso voraussehen konnte, was passieren konnte. Dafür braucht man nicht einmal ein Nostradamus sein. Also, fangen wir doch einfach mal mit dem negativen Zukunftsszenario an. Natürlich geht es hierbei auch um den Vertrag des Teufels, ja, den die Jünger Zions aufgesetzt haben. Ja. Und wenn man seine Seele verkauft, ja, man kennt das mit dem Teufel, dann unterschreibt man das Ding, ja. Ganz einfach. So, darum geht es aber nicht unbedingt. Aber auch so hat natürlich was damit zu tun, ganz klar. Zum einen, ganz klar, ja, die Staaten der Völker Europas werden aufgelöst. Ja, null Souveränität, ja. Es kommt viel mehr Kriminalität bzw. Verbrechen aller Art in unser schönes Europa als je zuvor. Ja? Es wird viel einfacher sein, sie hier rüber zu schleppen. Gerade für die NGOs ist es ein Paradies. Ja? In dem Sinne, unsere Sozial Struktur wird zusammenbrechen. Das tut es ja jetzt schon. Ja? Der Zerfall unserer Struktur, nämlich ja, die Spaltung eines Volkes. Wir haben es gesehen, es geht ganz schnell. Ja? Ja, es gibt leider noch zu viele Menschen, die glauben immer noch daran, dass es da oben, dass es da was Gutes gibt. Leider muss ich euch enttäuschen. Nicht? Das ist so meine Erkenntnis, die ich erworben habe, ja, geistig erworben habe. Ja, was passiert noch? Genau. Infrastruktur bricht in sich zusammen. Ja? Kindergärten wie Schulen, etc. pp. Krankenhäuser. Pflegeheime, Altenpflegeheime, Pflegedienste. Wir sehen es doch. Überall alles Mangel, 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 Mangelware, ja? Kindergärtner, also beziehungsweise Erzieher, Schule, Lehrer, selbst in Krankenhäusern, ja? Mangel, 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 ja? Und das liegt nicht daran, dass die Leute nicht wollen, es liegt daran, da dieses System dafür gesorgt hat, ne? Dass die Leute so gut wie gar nichts mehr verdienen, ja? Und ja, die meisten hauen auch schon aus Angst ab. Ich kann es nachvollziehen. Und auch nicht irgendwie. Ein guter Freund hat zu mir gesagt, du sagst da zu mir, weißt du, wer hier abhaut, gerade jetzt in dieser schweren Zeit, ist ein Feigling. Und ich habe mir mal Gedanken darum gemacht. Ja, klar, natürlich, eigentlich schon. Sagte, diese Leute kämpfen nicht für ihr Land. Ja? Die kommen wieder, wenn alles vorbei ist. Sagte, da müsste man die eigentlich noch zusätzlich hinten reintreten. Ja? So, ja, im Prinzip hat er recht. Ja. So. Also, was machen? Ganz einfach. Kämpfen. Bis wir untergehen. Und wenn wir untergehen, dann aufstehen und kämpfen und sein Land oder sein Europa, wie auch immer, ja, zurückerobern. Kostet es, was es wolle. Ja? Alles andere ist feige. Ganz einfach. Ne? So, das jetzt mal so am Rande. So, was passiert denn noch? Ah ja, genau. Die totale Islamisierung, ja? Der Staat hat sich aufgegeben. Der Rechtsstaat natürlich ebenso. Ja, tut es ja auch jetzt schon zu teilweise, sowieso, ganz klar. Ja? Die Scharia wird eingeführt. Tja. Ne? Was bedeutet das? Ja, dann dauert es nicht lange. Dann sieht es hier aus wie in Kalkutta oder
Irgendwo wie in Iran, Irak und was weiß ich nicht. Ne? Ja? Bricht alles zusammen. Ne? Islam und so weiter und so fort. Hat nie irgendwas. Nicht? Ich meine, guckt euch mal an da in den Ländern. Ja? Wenn der Islam, also beziehungsweise der Moslem, ja, von uns nicht das Automobil bekommen hätte und keine Waffen bekommen hätte, was dann? Was wäre dann? Erstens, er würde heute noch mit Pfeil und Bogen schießen, ja? Zweitens, er würde immer noch mit Eselskarren durch die Gegend fahren. So sieht es nämlich aus. Ja? Die haben da drüben nie was entwickelt. Ja? Nobelpreis von da? Aus dem Nahen Osten? Wüsste ich gar nichts von. Ihr auch nicht, ne? Naja, gut. Okay, fahren wir fort. Ja, was passiert denn dann? So, mach mal so ein bisschen Kopfkino. Ja? Mach mal mit mir mit. So, ja, okay. Das Szenario haben wir jetzt durch. Ah, alles klar. So, und jetzt macht mal die Augen zu. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Ja? Die letzten Leute Europas, ja? Eine, ich sag mal so, Untergrundarmee schließt sich zusammen oder muss sich zusammenschließen, die letzten Ressourcen aufbrauchen, ja? Die man noch zur Verfügung hat, um sein Europa zurückzuerobern. Ja? Stellt euch dieses Szenario mal vor. Wie blutig und was für ein langer Kampf das werden wird. Ja? Möchte nicht wissen, wie das dann auf der Straße aussieht. Ich sehe schon solche Szenen wie im Kino vor mir. Ja? Wie man das aus den Kinofilmen kennt. Ja? War Zero, was weiß ich. Ja? Ja. Habe ich dafür ein Kind auf der Welt gesetzt? Damit die Jünger Zions, ja? Hier herrschen dürfen? Ja? Nein. Nein, 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 nein. Sicher nicht. Ja? Gut, okay. Und jetzt kommen wir mal zu diesen positiven Szenario. Könnt ihr auch so ein bisschen Kopfkino machen? Ja? Stellt euch vor, dieser Pakt wird nicht unterschrieben. So. Was muss dann geschehen? Klar, ganz klar. Unsere Bundeswehr muss erstmal aus diesen Einsatzgebieten, in denen sie gerade stationiert sind, müssen natürlich wieder nach Hause. Ganz klar. Wir brauchen sie. Denn ein Schutzwall muss gebaut werden. Ja? Eine Grenze durch Deutschland muss gezogen werden. So, was muss dann passieren? Natürlich ganz klar, bevor das passiert, muss natürlich erstmal die Regierung da, dieses Unding da, was wir da jetzt haben, das muss natürlich, ja, gestürzt werden. Ja? Das müsste dann gestürzt werden. So. Und was muss dann mit den Leuten passieren? Ganz klar, die müssen vor einem internationalen Tribunal wegen Volksverrat, ja, eigentlich das, was hier jetzt passiert oder passieren soll, ist eigentlich Völkermord, ja. Ja, das geht gegen die Genfer Konvention, ja, muss man dazu sagen. Also das ist Kriegsverbrechen, also so muss das dann auch behandelt werden. Das heißt, ja, muss Merkel und Co., ja, ihre Bande da, ja, und auch aus den anderen Ländern, die das befürworten, also die müssen alle vor ein internationales Tribunal und dann auch dementsprechend zur Verantwortung gezogen werden und auch dementsprechend bestraft werden. Ja. Ne? So, das wäre Schlussfolgerung in dem Sinne richtig. Ja, was muss dann passieren alles, ja? So, Grenzen sich, ne? Ja. Es muss eine neue Verfassung vom Volke zum Volke, ja? Oder zum Volke vom Volke, wie auch immer. Und eine direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Ja? Ja, was muss da noch? Ganz, ganz viele Punkte stehen da auf der Agenda. Ganz klar. Ne? Positiv natürlich. Alles positiv. Also das ist so ein. Das wäre für mich so das ideale Endszenario, Szenarium, ne?
Da, wo dann unsere Kinder wieder glücklich auf den Straßen spielen können, bei den Nachbarn nebenan auf dem Spielplatz gehen können, auch mal ein bisschen im Sommer, wenn es auch ein bisschen später wird oder so, ja? Dass man nicht immer hingucken muss oder sowas. Ja, das wäre ein Traum, ey. Ja? Das wäre doch ein Traum, oder nicht? So wie wir früher aufgewachsen sind, ja. Ich bin früher auch selbstbestimmt aufgewachsen. Ich konnte entscheiden, wie und was ich machen wollte. Welcher Mensch ich sein möchte. Wer ich sein möchte. Und heute, da sind wir nur noch ein Haufen voller Ameisen, ja. So. Und Königin Merkel sitzt da oben und sagt hier, das und das hast du zu senden, ja? Liebe Medien, das und das hast du zu sagen und so weiter. Ja? Naja, ich habe schon wieder gesehen, ja, ihr Medienfuzis da, wie ihr da den Pakt des Teufels auseinandergenommen habt, ja, und verharmlost habt, ey. Ja, ich sehe das ja. Ja, natürlich, die AfD will das nicht und so. So, ja. Was muss alles noch passieren eigentlich so nach, also in dem positiven Zukunftsszenario? Infrastruktur natürlich wiederhergestellt werden muss, ja. Dass das alles wiederhergestellt werden muss. Von A bis Z. Wir müssen unsere guten Leute wiederholen. Deutschland wieder schmackhaft machen für diese Menschen. Ja. Wir müssen zusehen, dass wir die Familien fördern. Ja. Dass es sich wieder lohnt, für einen Familienvater eine Großfamilie zu gründen. Ja. Alle Illegalen, die hier sind, rausschmeißen in ein Internierungslager. Ja, in ein, nicht Internierungslager, das wäre falsch gesagt. Nein, in ein Aufnahmelager, ja, Abschiebezentren sozusagen, ja. So, und nicht mehr frei rumlaufen lassen, bloß nicht mehr, ja. Wir sehen ja, was daraus geworden ist, nicht wahr? Ja? Und dann so ein Migrationspakt, alles klar. Passt ja alles so schön gut zusammen, nicht wahr? Ja, was muss noch passieren? Klar, die ganzen Imame rausschmeißen. Den Islam verbieten, auf jeden Fall. Erstmal, zuerst überhaupt, keine Moslems mehr einfliegen lassen. Also reinlassen ins Land. Ja? Absolut nicht. Weil wir müssen erstmal mit dem, was da passiert und hier und da, muss erstmal klar Schiff gemacht werden. Das ist ganz klar. Ne? Rückführung und dies und der. Was meint ihr, wie viele fehlen? 450.000. Ne? 450.000 oder über 450.000. Wo sind die Leute denn? Ne? Die Polizei sucht immer noch. Viel Spaß. Die sind untergetaucht, Leute. Ja. Die sind irgendwo im Untergrund und wurden rekrutiert für verschiedene Sachen. Drogen, Terroranschläge, etc. pp. Ne? Ja. Aber ich wollte ja positiv sein. Jetzt. Gut, okay, damit das alles natürlich nicht passiert, müssen wir einsammeln und rückführen. Ja? Im Massen natürlich. Ja, gut. Und so, dass wir wieder ein ganz normales Leben führen, Alltag führen können. Ja? Gute Handelsbeziehungen mit unseren Nachbarn und Nachbarländern. Ganz klar, auch über den Grenzen kann man das so machen, dass die Zölle angepasst werden. Ja, das ist alles möglich. Das hatten wir damals auch geschafft. Dann schaffen wir das heute auch wieder, meine Lieben. Ja, mal positiv. Und ja, ich möchte gerne darum bitten, dass die ganzen patriotischen Parteien, ja, sich mal zusammenschließen. Was heißt zusammenschließen? Aber zumindest Gespräche führen. Ich habe das damals schon gesagt, auch meinen Kollegen, ja, liebe Kollegen der deutschen Mitte, ja. Bitte hier, ne? Auch vom Parteivorsitz, ja? Ich möchte gerne darum bitten, dass man vielleicht mal Gespräche aufnimmt, ja? Das heißt jetzt nicht, dass man sich um den Arm fallen muss oder so, aber zumindest erstmal das, denn wir sind, wir haben alle irgendwo im Groben und Ganzen, ja, dasselbe Ziel. So, und wenn es gar kein Deutschland mehr gibt, worum wir kämpfen können, dann brauchen wir auch gar nicht mehr anfangen. Dann hat sich das alles erledigt. Wie war das noch so schön, ja? Na, erst muss man das verlieren, was man liebt, bevor man es zu schätzen weiß. Ja? Oder damit man das überhaupt schätzen kann.
Das ist doch traurig, ja? Das sagen doch viele Menschen schon weit vorher. Also bitte, komm. So, alles klar. Jetzt hätten wir das soweit. Diese beiden Szenarien sind jetzt durch. Ihr könnt euch selbst entscheiden, für welches Szenario ihr euch entscheiden möchtet, liebes Volk. Ja? Ihr könnt euch nicht, also wie gesagt, es liegt auch bei euch. Ja? So, entweder das Böse, ja, rausschmeißen oder das Böse anbeten. Ne? Entweder ihr seid Teufelsanbeter oder ihr betet wirklich zu Gott und zu Jesus. Das müsst ihr euch überlegen. Ja? So, gut. So, und diese ganze Sache, ja, wie gesagt, ist jahrelange harte Recherchearbeit. Ich weiß zwar, hier und da waren meine Videos bisher immer meistens ein bisschen gaga, ja, soll doch auch so sein, soll ja auch so sein. Ja? Mensch, ich bin ein normaler Mensch, wie ihr alle auch, und ich bin kein Roboter, der vom Teleprompter abliest, ja. Vorlesen, da bin ich sowieso nicht gut drin. Naja, gut, meine Lieben. Alles toll. So, also, ich würde sagen, ja, macht's gut, meine Lieben. Passt gut auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf, ja, eure Kinder und so weiter und so fort. Ja, und auch im Straßenverkehr ganz wichtig. Also, aufpassen, Augen auf, Augen auf. Und, ja. Macht das Beste aus allem, meine Lieben. Ja? Dieses Video hier wird vorerst erstmal mein letztes sein. Es sei denn, es kommt was, noch was ganz, 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 ganz Böses, Grobes oder so, dass ich mich da vielleicht nochmal einschalten muss. Aber im Grunde genommen erstmal nicht. Ich muss ein bisschen Pause machen und mich ein bisschen um meine Musik kümmern. Ja? Habt ihr wahrscheinlich Verständnis für, oder? Gut. Bis hierhin habe ich eigentlich alles gesagt. Ne? Und natürlich an alle Patrioten alles Gute auch für euch, ja, weiterhin, ja, kämpft weiter, gibt nicht auf, ja, und ja, an dieser Stelle noch einen schönen Gruß an den lieben Kurt Schumacher, alter Freund, ja, in alter Frische immer wieder gut, ja, du machst es wunderbar, ihr alle eigentlich, ihr alle macht es wunderbar, ihr könnt alle stolz auf euch sein. Aber wie gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Orgas zusammenkommen und vor allen Dingen die patriotischen Parteien. Ja? Weil sonst gibt es nichts mehr, wie ich schon sagte, worum man kämpfen kann. Ne? Dann ist nämlich vorbei. So, ich meine politisch halt. Ne? Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, lasst euch nicht verscheißern, meine Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.